Ich hätte jetzt spontan hier oben die Ecke genommen. So. Gefällt dir die Stelle? Vielleicht ein bisschen weiter runter. Mhm. Wobei ich immer sage, du musst wirklich auch gucken, dass du dir mit Sicherheit früher oder später auch mal einen Stecker reinmachen willst. Ne? Also, ja. Muss ja nicht unbedingt in den nächsten 2 Jahren sein, aber irgendwann wird der Tag kommen. Ja, ja. Oder sonst wird es noch was anderes. Naja, das kann auch ein Ring bleiben. Also. Kann, aber wenn es auch ein Stecker ist, muss auch mit einem Stecker gut aussehen, sage ich jetzt mal. Hm. Weil wenn das dann zu sehr in der Falte hinten drin hängt, siehst du das nie, dass du, wenn du eine Kugel reinmachst, ja, weißt du, ja, siehst du die Kugel nie. Ja, so. So wäre jetzt dein unterer. Das hängt aber. Ja. Ja. Du wolltest das auch, dass das... Ich war mir bewusst. Also ich sag mal, man kann dann später schon einen engeren Ring reinmachen, dass der dann gerade hängt. Aber das können wir jetzt sowieso nicht machen, weil die Schwellung kommt. Aha. Der größere Ring muss die Schwellung auch ein bisschen alles aufnehmen klar können. Ne? Ah ja. Wie geht es bloß nochmal von der Höhe her, so von 6? Noch. Ansonsten, wie gesagt, hier war meiner. So, habe ich mir gedacht, eher. Ja. So. Oder? Ja, das ist schon besser. Okay. Den eigentlich auch gut hier oben. Also kannst du letztlich am ganzen Ohr was machen. Unter Umständen wird das nicht das letzte Piercing sein, ne? Ich denke schon, ja. Ich denke nicht das letzte. Ja. Ich habe auch überlegt, hier ein drittes und hier aber ein zweites. Ja, aber sehen Sie? Zu viel. Ja, das sind aber noch, nee, das ist nicht zu viel. Du bist erst 14, du hast das ganze Leben vor dir. Ja. So, warte mal, dann nehmen wir jetzt wirklich den oberen Punkt, ne, den ich angemalt hatte. Ja. Oh, das tut jetzt schon weh. Na, ja, klar. Deshalb wollte ich das jetzt erstmal wieder rausmachen, weil natürlich tut das weh, wenn es dann so drinnen klemmt. Und guck jetzt nochmal so in den Spiegel. Wenn du, wie gesagt, in den Stecker jetzt mal reinmachst, hast du auch wirklich schön hier diese Sicht da drauf, ne? Dieses Stöhnen. Ich weiß, dass ich, als ich jung war, habe ich auch vieles gemacht, aber jetzt kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. Wir haben so viele. Also wir haben vorhin gerade... Nee, also ich nicht mehr. Bestimmt, aber am Ohr, also gerade am Ohr, finde ich, ist das jetzt heutzutage nicht schlimm. Also das ist so tragbar geworden. Ich brauche keinen Schmuck mehr. Ja, brauchen tut man sowieso Sie nicht. Sie ist mein ne? Schmuck jetzt. Okay. Machst du jetzt alle Piercings auch gut, oder? Ich weiß nicht, von welcher Seite soll ich jetzt kommen, damit ich das am besten so. Wir sehen es bestimmt von der Seite am besten, ne? Das wäre da. Das weiß ich jetzt nicht, wie empfindlich du bist am Ohr. Also es ist anders, wie wenn du jetzt Ohrstechen hast, ne? Ja. Das ist vom Gewebe her ja schon ganz anders, ne? Also, aber, letztes Mal hat es halt ganz kurz so gestochen, aber ich weiß nicht, wie es ist. Es stirbt ja keiner kurz mehr. Ja, ja. Es ist ja auch nichts, was du jetzt unbedingt brauchst, zwingend. Wenn ich das ja schon sehe, dann wird es mir schlecht. Echt? Ah. Ist das die Kugel? Nee, oder? Das ist ja nicht. Nee, so hatten wir das eingeschmissen, erst mit die anderen verschiedenen Desinfektionen geschmissen. Aber tut es dann danach auch weh? Es ist unterschiedlich. Also manche sagen, sie gehen hier raus und sagen, auch schmerzt es gar nichts mehr. Manche sind sehr empfindsam, spüren viel, was so im Körper irgendwie ist. Natürlich ist da was drin und der Körper arbeitet. Wie gesagt, die einen merken das, die anderen nicht. Ist noch nicht so weit. Macht man nicht so gut. Ich sag mal, das Ohr ist im Prinzip eine Stelle, die jetzt nicht so große Nervenbahnen hat. Natürlich ist es, wie gesagt, vom Gewebe her nicht so weich wie unten ins Läppchen, aber ist auch nicht so dramatisch. Sieht alles viel schlimmer aus, wie es ist, glaubt man. So, lehn dich an. Guck mal ein Stück rüber. Ich halte das erstmal die Klammer an. So halte ich es fest. Ne? Unter Umständen tut dir die Klemme mehr weh.
Okay, alles gut. So, das war's schon. Nadel ist weg. Brennst du noch hinten, ja? Ja. Gut. Hast du noch ein leichtes Druckgefühl jetzt, weil du einen Schlafenstichkanal drin hast? Das könnte eben auch sein, dass das jetzt so ein kleines bisschen wuppert, sage ich jetzt mal. Durchgezogen werden. Aber da müsst ihr jetzt durch, weil der Ring muss jetzt hier noch rein. Okay. Und ich sag gerade, da wirst du jetzt noch ein kleines bisschen meckern. Weil der hier erstmal um deine Falte ringsherum muss. Oh, ist es so schlimm? Du machst da gleich den Stuhl kaputt, oder? Das ist so der Schuh. Ha? Der Schuh, okay. Ja, mein Stuhl geht ja auch nicht kaputt. Muss ich keine Angst haben, kannst du nicht drücken. Ja, es ist aber nur der Ring, der hier drückt. Ja. So, jetzt haben wir schon mal deine Falte hier überwunden. Ja. Okay. Was ist das? Alles gut, okay. Die schöne Glitzerkugel rein. Das ist jetzt nur noch Arbeit für mich. Okay. Du kannst dich eigentlich jetzt schon entspannen. Alles gut? Ja. Okay. Wie geht's zur Mutti? Jetzt schon besser. Okay. Wo sie lächelt. Ich weiß, dass es schön aussehen wird. Das ist endlich. Aber das war jetzt doch nicht so ohne für dich? Tat weh? Ja, ein bisschen. Hm. Ah, ist jetzt schon besser. Ja, ich sag mal, das Durchfädel tut eigentlich mal weh, wie das Stechen. Ja. Weil war das. Auch so, ne? Ja. Ja, das Stechen geht relativ schnell. Deswegen. Ja, ich merke schon, auf Druck reagiert es sehr empfindlich. Ja, es kann auch sein, wenn du dich ein bisschen bückst heute. Hast du Kreislauf so? Nein, überhaupt nicht. Wenn du dich bückst oder so, dass du das ein bisschen merkst, ne? Ja. Jetzt hier hat sich was bewegt. Klick. So. Warte, jetzt putze ich mal noch schnell das Ohr sauber. Alles gut? Ja. Ich habe es mir ungefähr so vorgestellt. Also. Ich habe es mir für schlimmer vorgestellt. Schlimmer? Aber nur deshalb, damit sie nicht noch ein Piercing haben will, oder? Was sagst du? Ja, gefällt mir. Naja, ich hätte jetzt ein kleines bisschen mehr Begeisterung sehr schön erwartet. Ja, ich mag es. Ja? Ja. So, beim Saubermachen immer schön die Hände vorher waschen. Machst schön euer Octanisept aufs Wattestäbchen drauf. Ne? Und da ist es ganz wichtig, guck ruhig mit dem Spiegel, dass du immer erstmal hier so ringsrum sauber machst. Weil hier kommt das Wundsekret raus und das klebt dann auch am Metall dran. Oh, okay. Wenn du das nicht abgemacht hast und den Ring bewegst, reißt du dir die Wundränder ein und dasselbe auch hier hinten. Okay. So, und wenn du das Samen gemacht hast, auch ein kleines bisschen hin und her bewegen, dass von der Desinfektion ein bisschen was im Stichkanal reinkommt und dann kannst du gucken, wo du die Kugel hinmachen willst. Ja. Ich würde sie dir hier so reintreten, oder? Mhm. Willst du es lieber auf der Außenseite haben? Also nee, nee, am besten so, damit sie das nicht mit der Kleidung oder mit dem Haar... Ja, ich finde es jetzt so auch am schönsten, weil das dann hier so guckt und dann hat man diese Glitzersteinchen. Ich finde es eigentlich dort ganz gut. Okay. Also du kannst dir hintrainieren auch immer dahin. Okay, ich wollte auch schon fragen, ob man das dann erst später bewegen darf. Also so hin und her drehen. Nee, also wenn du es sauber gemacht hast von hinten, ruhig bewegen, da kommt ein bisschen, wie gesagt, von der Desinfektion in den Stichkanal und sonst lässt du es bitte in Ruhe. Ja, ja. Also tagsüber nicht bewegen, weil wenn du dann rangehst, wie gesagt, und du hast dort Grind, Wundflüssigkeit oder so, dann reißt du das mal bitte ein, dann kommt das nicht zur Ruhe. Weil irgendwie haben viele im Kopf, die müssen immer den Schmuck bewegen, weil das sonst festklebt oder also auch gerade mit dem Ohrring oder so. Ich weiß nicht, wo das von früher herkommt. Das ist wirklich Quatsch, da macht man...